Hallöchen, die Irenia hier. Mal wieder oder so. Ja, wie hatte ich letztes Mal gesagt, ich sollte vielleicht schon vorher mal das Spiel vorbereiten. Ja, ich habe gelernt, also ich habe mal ein bisschen vorbereitet. Damit ihr nicht immer meinen wunderschönen Bildschirmhintergrund sehen müsst, den ihr jetzt doch gesehen habt. Ja, willkommen zurück zu Eternal Wolves. Kapitel 2 von Kansuke Yamamoto's Route. Ich habe mir den Namen ernsthaft gemerkt. Unglaublich. Eigentlich wollte ich schon gestern weitermachen, aber ich hab's dann irgendwie doch nicht mehr auf die Reihe bekommen. Was mir sehr, 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 sehr dolle leid tut. Oder auch nicht. Ja, dafür habe ich ganz awesome, wie ich bin, mir heute alle vier Bände von Schwur der Zeit zur Gemüte geführt. Yeah. Was heißt, ich habe wieder ein bisschen Background-Wissen zu der Geschichte an sich. Also, an sich ist es ziemlich identisch mit dem Spiel. Aber es gibt halt auch noch diverse Differenzen. Zum Beispiel wird dort erwähnt, dass Akatsuki, damit ihr ein Bild dazu habt, also dieser junge Mann hier, dass der aussieht wie ein Idol, ein Sänger aus der Welt, wo unsere Protagonistin herkommt. Ja, wir haben ja letztes Mal entschieden, dass wir mit den Jungs laufen gehen. Und im Manga war das der Moment, wo sie Kansuke das erste Mal getroffen hat. Das unterscheidet sich jetzt hier nun vom Spiel. Wir können also gespannt sein, wann sie sich das erste Mal begegnen. Nachdem ich wieder ein bisschen mehr vom Background erfahren habe, also mir in Erinnerung gerufen habe, bin ich schon sehr gespannt, wie das hier in der Geschichte laufen wird. Also, kurze Rede, langer Sinn oder lange Rede, kurzer Sinn oder so. Wir fangen einfach mal an. Ich habe nebenbei wieder Twitch laufen, heißt, ja, ich sehe, wenn ihr in den Chat schreibt, also ich versuche das dann auch zeitnah mit euch zu reden. Und ich werde wieder nicht die Stimme verstellen, weil das mache ich bei einem anderen Projekt. Was ihr auf YouTube nur sehen könnt, weil das dort als Let's Play hochgeht. Auch ein Otome-Game, ein wunderschönes, irgendwie. Mein Freund hat da heute schon ein bisschen rumgescherzt, von wegen, ich heiße John. Und ich so, ja, und die erste Route, die ich spiele, ist John. Und, ja. Heißt, indirekt date ich ihn. Ist er sehr stolz auf mich. Aber hier daten wir Kansuke. Und wir machen mal weiter mit Kapitel 2. Ich will nur eins sagen: Mein On the Fly ist heute echt beschissen. Demnach, bitte verzeiht es mir. Prinzessin Ayas älterer Bruder, Yataro Kushima, kehrte am nächsten Abend zurück. Ich wurde gebeten, in meinem Zimmer zu bleiben, bis man nach mir rief. Aber er und Lord Kenshin sprachen laut genug, sodass ich sie hören konnte. Ich habe von den Neuigkeiten aus dem Osten gehört. Nein, ich habe deine Nachrichten aus dem Osten erhalten, so rum. Du hast gute Arbeit geleistet, Yataro. Ich bitte dich, dich gut auszuruhen. Jawohl, mein Lord. Kleiner Funfact, obwohl, nee, ich erwähne den mal nicht. Vielleicht wird es im Spiel erwähnt. Wenn es nicht im Spiel erwähnt wird, dann kommt der kleine Funfact. Genau, das wäre der Funfact gewesen. Die Leute dieses Hauses müssen sehr erfreut sein, dass ihr Meister zurückgekehrt ist. Das Herz deiner Schwester, Prinzessin Aya, hat ebenfalls darauf gehofft, dass du zurückkehrst. Ja, er ist halt der Oberhaupt sozusagen der Familie, der Bruder von Aya und treuer Freund von Kenshin. Schade dann, dass dieses Gefäß dazu bestimmt ist, zurück in den Osten, schnellstmöglich zurück in den Osten zu gehen.
Übrigens, mein Herr Kenshin. Dann, Herr Lord Kenshin, ich habe gehört, dass Sie wieder jemanden aufgenommen haben. Wie schnell sich die Worte doch verbreiten. War es vielleicht Kanehisa? Genau, das ist so ein Witz, ja. Oh, ich bitte dich, wie viele streunende Katzen musst du noch zum Schloss bringen? Ja, weil. Hallo, Tarumes! Ja, Fun Fact hier an der Stelle: Es wird so wunderschön im Manga gezeigt. Kenshin neigt dazu, irgendwelche streunenden Hunde oder Katzen ins Schloss zu bringen. Und ja, Yataro darf sich um das ganze Getier kümmern. Ist irgendwie niedlich und spricht sehr für Kenshin. Was ist falsch daran, wenn es hier so lebhaft ist? Ich möchte dir gerne meiner Lebensretterin vorstellen. Prinzessin Aya, bring bitte die göttliche Botin. Und ja, ich bleibe jetzt bei Botin. Bote, 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 Bote. Oh Gott, ich bin heute so durch. Jawohl, mein Herr. Tsuyano kommt zu meinem Zimmer auf Bitten von Prinzessin Aya. Irgendwas daran macht mich ziemlich nervös. Wir haben sie hergebracht. Meine Dame, bitte begrüßen Sie meinen Bruder. Ich bin bewaffnet mit einem fast leeren Glas Nudossi. Aber ich habe vor ein paar Minuten noch Nudossi gelöffelt. Ich darf nicht zu viel. Ich habe Frust fressen. Das geht nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich morgen ohne Schoki oder Süßkram überleben soll. Ich weiß es echt nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach ja. Ich bin so verwirrt von meinem Handy. Hallo, ich bin Erenya Shiraha. Im Original heißt sie Mana, aber ich finde den Namen Mana echt doof. Ach, ich neige öfters mal dazu, in meiner depressiven Phase einfach nicht aus Hunger zu essen, nicht aus Lust zu essen, sondern einfach nur, weil nichts anderes zu tun essen, nenne ich das mal. Ist liebevoll gesagt Frustfressen. Deswegen ist nicht gut, vor allem nicht für die Figur. Boah, Junge, erschreck mich nicht so! Ich weiß nicht, ob du gerade dieses Schwanken der Musik gehört hast. Alter, das ist schlimm. Das ist schlimmer als jeder Horror. Scheißdreck. Oh, wie schön ihr seid. Wie gut, dass ich meine Stimme hier nicht verstelle. Kann ich herzhaft drüber lachen. Oh, wie schön ihr seid. Ihr seid wirklich die göttliche Offizielle von Bishamotens. Was? Nein! Nein! Das habe ich vollkommen falsch übersetzt! Nein! Du hast wirklich die göttliche Offizielle der Bishamotens mitgebracht, mein Herr. Gott, ich bin heute so schlecht. Er scheint eine sehr lebhafte Person zu sein. Er hat eine traurige Background-Story. Nun. Was würde Aufregung besser dahinschmelzen als Sage? Wir sollten ein Bankett haben. Prinzessin Aya, würdet ihr bitte die Vorbereitungen treffen? Ich finde das so geil. Kenshin ist der Herr von der Prinzessin und dem Typen da. Und ich habe nicht rausgekriegt, was für einen Rang Kenshin hat. Ich weiß nur, er ist ein General oder so, aber er befehligt dort alles. Ja, natürlich. Ah ja, wirst du mit uns trinken? Hm, stimmt, Schokolade muss man nicht kühlen. Schokolade kann man sogar schmelzen. Und dann mit Obst und Früchten. Oh Gott, jetzt habe ich Bock auf Fondue. Wir müssen herausfinden, wer der größte Trinker in der Echigo-Provinz ist. Natürlich müssen wir
Prinzessin Aya daran teilnehmen lassen. Ich hasse es, das anzumerken, aber ich werde auch nicht gegen euch verlieren, mein Herr. Kannst du wirklich so viel trinken, Prinzessin Aya? Sie ist ein wahres Bierfass, nicht wahr? Ich glaube, ich habe das sehr kreativ übersetzt mit Beryl Snake. Ein, was? Gute Botschafterin, ich erkläre es euch, ich lasse es euch wissen, diese elegante Dame ist auch bekannt als die... Jetzt fragte mich mein Kollege, ob er im Fernsehen ist. Hallo Kollege, dessen Nachricht ich ganz schnell weggemacht habe, weil Datenschmutz. Ey, das ist blöd, wenn ich vom Handy streame. Das ist sehr blöd, wenn ich vom... Das ist jetzt irgendwie sehr peinlich. Ich könnte ihn ja mal schnell live und in Farbe antworten, aber ich glaube, dann haut er mich. Ich hasse es, wenn das im Stream passiert und das mit dem Handy. Wie gut, dass ich hier keine Facecam habe. Ich bin gerade total verlegen rot. Ey, das ist richtig schlimm hier. Kommen wir zurück zu unserer Dämonenprinzessin, mein Gott. Ja, genau. Sie ist auch bekannt als die Dämonenprinzessin der Ichigo-Provinz. Die Schwester von Yataro Kushima, Prinzessin Aya. Lieber Blake, bitte mach das nie wieder. Ich habe nur einen kleinen Laptop da rume. Das heißt, ich krieg das nicht auf die Reihe mit Emulatoren oder so. Mein Laptop, der dreht schon durch, wenn ich mit Windows Movie Maker Sachen schneide. Da schmiert der mir schon regelmäßig ab. Dämonenprinzessin? Ei. Sie trinkt viel mehr, als eine Lady eigentlich sollte und als jeder Mann könnte. Obwohl sie eine Frau sein mag, ist sie viel stärker als ich. Und stärker als jede Generalwächter. Mein Gott, mein Englisch ist heute echt wieder zum Kotzen. Vor allem on the fly. Ernsthaft? Wir haben sie getestet. Wir haben alle guten Trinker des Schlosses versammelt. Aber sie alle haben aufgegeben. Nein! Nein! Nein, Domme, vor allem, wie war das mal mit dem Datenschutz, Domme? Da hast du ihn hingeschmiert, den Datenschutz. Gut gemacht. Super. Haben wir da hingekriegt. Ich verstecke mich jetzt hinter diesem Otome-Game. Anders als seine Lordschaft. Er kann fast genau. Was? Anders als seine Lordschaft? Ich kann an niemand anderes denken. Was? Gott, mein Englisch ist jetzt echt wieder für den Arsch. Ich kenne niemanden, der es mit ihr beim Trinken aufnehmen kann. Oh Gott. Ha. Ach so, ich kenne niemanden anderes. Ah, okay, jetzt hat's Klick gemacht. Es hat Klick gemacht, aber ganz laut. Ich habe die Steine fallen hören. Die zwei stärksten Trinker sind mein, Alter, werf bitte nicht mit so viel seltsamen Wörtern um Ah. Die zwei stärksten Trinker. Mein Kindheitsfreund, der nur 2 Jahre mit nur 2 Jahren Unterschied. Der Dämonenjunge vom Rinzenshi-Tempel gegen die Ichigo-Provinz, Dämonenprinzessin. Oh Gott, was sind denn das für Sätze? Das erinnert mich jetzt an meine Aikatsu-Sap-Übersetzungszeit. Alter, war das schrecklich. Nie wieder Aikatsu. Du könntest sagen, dass it's a match.
Ja, it's a match, dass diese Verpaarung Schicksal war. Wie gut, dass wir doch nicht Kenshin daten können. Wie gut. Ihre armen Lebern. Ja, natürlich, das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich höre, wer die zwei stärksten Trinker sind. Die Frau, die aussieht wie meine Schwester. Die Frau, die aussieht wie ihre Schwester und der Typ, den ihre Schwester so. Klar, ist das Erste, woran ich denke. Ihre armen Lebern. Tarume, bring ihn nicht auf dumme Ideen. Und so scheint es, dass eine weitere zu den Katzen hinzugefügt wurde oder so. Ha? Also behält Lord Kenshin eine Menge Katzen und Hunde? Lord Kenshin und Prinzessin Aya trinken glücklich, während sie Yataro zuhören. Ja, Katzen und Hunde und anderes. Und ich bin derjenige, der sich um sie kümmern darf. Ah, das war so süß im Manga. Was? Sie sind alle hier? Einige sind hier, ja. Andere sind in seiner Villa und für die anderen suchen wir nach Besitzern. Über wie viele Streuner, die er aufgelesen hat, reden wir denn? Ja, genau. Wie viele, Yataro? Du erinnerst dich nicht? Über die letzten 10 Jahre hast du um die 15 Hunde und 31 Katzen aufgelesen. Also das mit den Katzen könnte ich sein. Ich glaube, ich könnte mir auch einen ganzen Haushalt damit vollpacken. Oh, nur so viel? Waren da nicht auch noch 3 Affen dabei? Die sind unter Rurimarus Training und sie sind mit den Nokisaru in anderen Provinzen. Na, ein Glück, 3 Mäuler weniger zu stopfen. Yataro? Ha? Lord Kenshin hat plötzlich seine Stimmlage geändert. Ich frage mich, was nicht stimmt. Hab ich nicht regelmäßig gesagt, dass ich nicht wünsche, dass die Affen für die Ninja-Arbeit verwendet werden? Selbst Affen verdienen. Ach, selbst Affen müssen ihr Essen verdienen, mein Herr. Ach ja, meine junge Dame, Sie selbst haben eine sehr niedliche Kreatur mit sich, die mit dem weißen Fell. Ah, der Kleine, der kam mit mir vom Schrein nahe der Quelle. Oh, das ist heute grausam. Bitte lacht nicht. Oder bitte lacht, dann weiß ich wenigstens, ihr habt ein bisschen Spaß bei dem Stream dafür, dass ich so schrecklich lese. Ich hab das doch heute schon mal gemacht. Die Quelle? Das ist wahr. Dann sollte man sich wirklich gut darum kümmern. Weswegen? Diese Quelle wird sehr von seiner Lordschaft geschätzt. Es ist die Quelle, die unter Bichamontens heiligen Schutz steht. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Boah, echt? Bichamonten? Ja. Oder so sagt man zumindest. Kam es so dazu, dass bei mir zu Hause jeder es Lord Kenshins Quelle nennt? Wohl eher daran, dass er vielleicht ein paar Dutzend Kriege gewonnen hat und sich dort sehr oft aufgehalten hat und man es deswegen Lord Kenshins Quelle nannte. Aber wir wollen ja mal nicht zickig sein heute. Mit ihrer Herkunft könnte diese weiße Kreatur vielleicht eine Fee der Quelle sein. Ja, ohne Zweifel. Versuchst du gerade die Namen zusammenzubringen von den Katzen, die Kenshin gesammelt hat?
Tarume oder hattest du jetzt auch schon einen Sake oder verdammt, ich möchte jetzt auch gerne was trinken, aber da müsste ich zum Kühlschrank gehen und das wäre doof. Es ist eine Schande, dass ihr zwei mit solchen einfachen Träumen von solchen einfachen Träumen besessen seid. Ja, bin ich auch. Oh, sind wir? Natürlich. Und sie haben sich seit der Kindheit nicht geändert. Ist das so? Es scheint so, als würde sie die Männer necken, aber sie sieht die beiden. Darum, du willst mich veralbern, oder? Warte. Scheiße. Ich hab noch nichts getrunken. Ich habe keinen Alkoholindus. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ja, dono, ja, da den, ja, kun, ja. Ey, meine Katze hält mich ja gleich für bekloppt. Oh Mann. Alter. Darum, ich krieg das nicht auf die Reihe. Nanami. Ich hab einen auf der Arbeit, der könne das dir jetzt ganz gut nachsingen. Der könnte sogar Deutsch labern und du verstehst nur Japanisch, nur um das mal gesagt zu haben. Wie war das? Also es scheint, als würde sie die Männer necken, aber sie sieht beide freundlich an. Ich kann sehen, dass sie ganz gut miteinander auskommen. Möchte ja wohl sein. Aber genug davon. Nichts mehr über diese Quelle oder von der weißen Kreatur. Es reicht schon? Ja, mein Lord. Oder vielmehr Sir Kenshin. Na, Tora. Warum? Was ist denn los? Oh, das ist böse. Das ist böse. Ich fürchte und habe Angst, dass meine Schwester keinen Ehemann finden wird. Was sagst du, Aya? Noch mehr solche Ansprachen über Heirat. Ich habe keine weiteren Worte mehr für dieses Gesprächsthema. Ich habe mich selbst den Bechamonten verschrieben und lebe als Dienerin von Bechamonten, um mein Glück zu finden. Glück durch Religion, das ist ein bekanntes Schema, auch hier in unserer Welt. Bedeutet das, du willst eine Nonne werden, Prinzessin Aya? Nein. Eigentlich lebe ich bereits ein glückliches Leben. Mein liebster Bruder, sorgen wir uns doch lieber um dich. Naja, mir geht's gut, solange du glücklich bist. Oh, Bruder. worum sollte ich denn bei mir mehr fürchten, wenn eine nette Dame in meiner Begleitung ist? Das Leben ist gut und das ist gut. Ich glaube, das denkt sich jeder, der mal so 1 Liter Alkohol gesoffen hat. Das Leben ist gut, also ist alles gut. Friede, Feier, Eierkuchen und so. Eishockey, Kanufahren, Würsing. Gott. Was? Was sagst du dazu, Tora? Dieses Mal gehen wir zusammen. Die Frauen der Kurske-Provinz. Ach so, die Frau, die ich in der Kurske-Provinz ge zuletzt getroffen habe, war eine sehr feine und nette Dame. Wie ist dieses Gespräch nur dahin gewechselt? Ugh. Mann, was für ein Hallo, Tri, du doch bist. So.
Es ist mir scheißegal, ob Troublesome wirklich das heißt oder nicht. Er ist ein Alotri. Verdammt Axt. Sir Yataro? Komm schon, junge Dame. Ich bin kein Fremder. Nenn mich Yataro. So geht das übrigens auch die ganze Zeit im Manga. Akatsuki-san, Suyen-san, Shuya-san. Nenn uns einfach Akatsuki, Suyen, Shuya. Aber, kein Aber, nenn uns so, wir sind jetzt gerade deine Diener. Okay. Ganze Zeit im Manga und das sagt ihr jeder. Jeder der Ninjas sagt ihr und sie merkt es sich nicht. Sie denkt, das zählt für jeden Einzelnen irgendwie anders. Ah, ich hasse Mana. Ich hasse uns. Also mich gerade. Aber dieses Bild ist wunderschön. Und wir starren seit 5 Minuten drauf. Okay. Gibt es etwas, was du gerne fragen möchtest? Seid ihr nicht verheiratet, Yataro? Na, ich bin Junggeselle, der überall in der Welt bekannt ist. Tora sagte mir, dass du von mir, dass du mich in deinem Traum gesehen hast. Möchtest du mich heiraten? Ah! Ey, das nenne ich mal einen smooth Antrag. Sehr smooth. Das ist der beschissenste Antrag. Ey, ich würde aus Prinzip sowas ablehnen. Bruder! Nein, danke. Ja, Taro, es scheint, als wurdest du abserviert. Ja. Dabei hatte ich solche Hoffnung, nachdem sie mich in ihrem Traum gesehen hat. Naja. Du bist wirklich ein Narr. Ich weiß echt nicht manchmal, ob das so dasteht. Ich interpretiere das einfach so, weil es einfach besser klingt, als wahrscheinlich das, was dasteht. Alle drei von ihnen vertragen wirklich viel Sage. Ich habe es von Prinzessin Aya und Lord Kenshin erwartet, aber selbst Yataro kann ziemlich viel trinken. Gerade als ich dachte, sie hätten die letzte Flasche Sake im gesamten Grundsitz passt schon. Grundsitz? Ist das ein Wort überhaupt, Grundsitz? Grundstück. Im gesamten Grundstück leer getrunken, erscheint Sir Toki mit einem anderen Mann bei sich. Mein Lord, euer Diener Masato ist zurückgekehrt. Masato. Maya One-chan, Senpai-chan! Du darfst mich gerne Eri-chan nennen, so wie es eigentlich fast jeder, der meinen Spitznamen irgendwie kennt, machen darf, Taruma. Also, hi, ich bin die Eri. Oder auch Erenya. Aber bitte nennt mich Eri. Das wirkt menschlicher. Yay! Ich danke für eure Bemühungen. Wie liegt die Lage? Wie liegt die Lage? Wie ist die Sachlage? Mein Gott. Ich weiß gerade ehrlich nicht, was Masato da gerade sagt, aber er ist verdammt hübsch und ich mag seine grünen Haare. Und er ist verdammt hübsch und, ich muss mal was ganz Perverses zeigen. Ich muss es einfach zeigen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier mal so unterbrechen muss, aber es ist echt ein Blick wert. Oder? Oder? Meint ihr nicht auch? Es ist echt ein Blick wert. Ich meine, es lässt sehr viel Fantasie zu. Es ist sehr erotisch. Es ist nicht anrüchig. Und alter Schwede, ich werde schon wieder rot, als hätte ich gesoffen. Okay, ja, das war eigentlich das, was ich zeigen wollte. Es hat ja noch mit dem Thema zu tun. Es ist ja aus dem Manga, also man soll mir jetzt nicht nachsagen, das hat doch nichts mehr mit dem Stream zu tun. Doch, hat es. So. Hier, mein Lord. Zu Diensten. Gut, ein Brief. Ich werde ihn sofort lesen. Warte bitte. Er nennt ihn Masato. Er war auch in meinem Traum.
obwohl ich sein Gesicht nicht sehr gut sehen konnte. Moment. Aber habe ich ihn nicht noch irgendwo anders gesehen? Gut gemacht. Es entwickelt sich zu meinen Gunsten. Oh, ich hasse dieses alte mittelalterliche Englisch. Ah! Du musst müde sein. Ich bitte dich, geh und ruh dich aus. Jawohl, mein Lord. Ah, ich hab vergessen, dir noch was zu sagen. Ich hab eine neue Aufgabe für dich, Masato. Du wirst Akatsuki und den anderen dabei helfen, diese junge Dame zu beschützen. Wie? Mein Lord, wer ist sie? Meine Lebensretterin. Eine Botin von Bichamonten. Mein Name ist Erenya Shiraha. Shiraha. Haben wir uns schon irgendwo mal getroffen? Ach ja, das ist jetzt diese lustige Szene. Gut. Oh, was für eine Aussage. Solche Worte werden meistens von einem Mann benutzt, der hofft, dass er damit eine Frau verführen kann. Ich könnte jetzt eigentlich 1:1 den Manga zitieren, aber ich habe keine Lust, ihn aus dem Schrank zu holen. Schon wieder. Darum rumpel und scheppert zurück! Aber bitte nicht so laut, meine Katze schläft gerade. Was? Nein, so meinte ich das gar nicht. Masato, hör auf, die Botin zu ärgern. Verzeiht mir meine Unhöflichkeit. Nein, das ist schon okay. Mir tut es auch leid. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich dich irgendwo gesehen habe. Es ist in Ordnung. Es war wahrscheinlich nur mein Fehler. Genau. Wie könnte ich jemand in seinem Alter überhaupt kennen? Naja, bei Akatsuki hätte das auch im Manga ganz gut geklappt, nachdem er in ihrer Welt ein Idol war. Ha, wollen wir ja nur noch mal anmerken. So ein bisschen mit Fachwissen glänzen und so. Verehrte Botschafterin, könnte der unbekannte Mann aus ihrem Traum dieser Mann sein, Masato? Das könnte sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr ihn Masato im Traum genannt habt. Ein Traum? Von einer weit entfernten Welt sah sie auf unsere geheime Konferenz in ihren Träumen herab. Mein Handy vibriert. Mein fucking Handy vibriert in meiner Hand. Ich will nicht wissen, was es war. Nein, ich widerstehe dem Drang. Die andere Welt, mein Herr? Irgendwie macht mein PC... Ach, deswegen macht mein PC Geräusche. Okay. Eine Freundin schreibt mir. Nun denn, junge Dame. Gefällt euch Masato mehr als ich? Ich muss mir unbedingt alle Routes kaufen. Unbedingt. Das wird sicher noch sehr witzig, wenn man mit jedem flirten kann. Aber erstmal Kanske. Kanske ist wichtiger. Der hat die tragischere Geschichte von allen. Glaub ich. Hoffe ich. Möchte ich gerne. Was? Das meinte ich jetzt hier so wirklich nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Oh, um Himmels Willen. Bruder? Ich bitte dich, nicht ich bitte dich, I dare say. Ich wage zu behaupten, dass deine Worte von zu vielen Reisbein kommen. Was? Was? Im Gegenteil, ich werde noch mehr trinken? ich glaube, das ist der Moment, wo er uns fragt, also uns, die junge Dame, fragt, möchten Sie auch etwas trinken? By the by, weil ich weiß echt nicht, was by the by heißt. Weiß ich ehrlich nicht, ich stehe dazu. Die Bücher, wo man selber entscheiden kann? Meinst du so wie den Manga Sweet Amores?
Habe ich auch alles stehen irgendwo. Wo ist denn mein Sweet Amoris? Wo habe ich denn den hingepackt? Irgendwo steht er. Der wird schon irgendwo stehen. Ich weiß, dass ich den niemals ausleihen kann. So viel, wie ich drin rumgekriegselt habe, weil Entscheidung. Ja? Ach, der sagte nicht bei. Okay, der fragte im Übrigen. Im Übrigen, junge Dame. Du kommst aus der anderen Welt, von 500 Jahren in der Zukunft, ja? Ja. Bedeutet das, dass Sie wissen, was in diesen ganzen 500 Jahren passiert? Ha? Nun, das könnte stimmen. Könnte aber nur. Was für ein großes Glück. Die Bewegungen unserer Feinde, jeder ihrer Tricks. Wir könnten das alles in Erfahrung bringen, ohne dass man uns besiegen könnte. Was sagst du dazu, Tora? Ja, das wäre in der Tat machbar. Einen Moment bitte. Aber Geschichte ist nicht mein bestes Fach. Also das meiste, was ich gehört habe, kommt von meiner kännchenverrückten Schwester. Das ist auch eine Art, über seine Schwester zu reden, vor allem wenn die Prinzessin im Raum ist, die aussieht wie ihre Schwester und ebenso kännchenverrückt ist. Ah. Yay. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt nur die Sweet Amoris Bänder mal also bei mir zu Hause stehen gehabt, aber sonst habe ich keine Bücher, wo dann steht, dies auf Seite so und so weiter. Könnte aber auch daran liegen, ich bin ein recht straighter Leser. Ich würde das wahrscheinlich immer weglesen. Ich habe nur mal so einen Spittel geschrieben, aber fand ich jetzt nicht besonders gut. Genauso, dass ich ein Priester werden sollte. So sagtest du doch. Ja. Und was ist mit Shingen? Wann wird er sterben? Möge er schnell von dann gehen. Das ist ein wichtiges Thema. Wenn dieser alte Mann begraben liegt, werden unsere Leben viel einfacher sein. Ja, nee, er nicht. Shingen? Ich weiß nicht. Wie kann es sein, dass du es nicht weißt? Dann, was ist mit dem Krieg? Wird unser nächster Kampf erfolgreich sein? Was meinst du mit nächster Kampf? Der nächste. Wo er sein wird, wann er sein wird, oder willst du, oder weißt du das auch nicht? Ich meine, eine Person aus der anderen Welt sollte das wissen. Nur weil ich von der Zukunft komme, heißt das nicht, dass, oh Gott, jetzt kommen die mir wieder mit Japanisch. Also zu Lord Kenshins fünften Kampf, in Kawanakashima. Oh Gott, das ging jetzt aber flüssig über die Lippen. Kawakanashima. Kawanakashima. Kawanakashima, das geht wirklich fast flüssig über die Lippen. Wenn ich mich recht erinnere, wurde mir gesagt, dass der fünfte Kampf in Kawanakashima war. Fünfmal? Das nächste wird das vierte Mal sein. Du meinst also, der nächste Kampf wird ebenso enden, ohne dass eine Entscheidung gefallen ist? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich werde gerade von einem Fussel attackiert. Nein, halt, das ist nicht der Text, der da steht. Da steht nicht, ich werde von einem Fussel attackiert. Das werde nur ich, also der Vorleser. Der Vorleser, wie immer. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass sich Historiker einig darüber sind, ob es einen fünften Kampf in Kawanakashima gab oder nicht. Ihr Wissen ist genau, unterscheidet sich nur genau, unterscheidet sich so wenig wie von einem Hellseher. Wir bleiben bei einfach Hellseher, weil ich habe keine Lust, jetzt Wort für Wort alles zu übersetzen. Das ist scheiße. Es tut mir leid.
Jataro, genug davon. Wir müssen nichts aus der anderen Welt wissen. Ich werde kämpfen und gewinnen. Das ist alles. Ah ja, was du sagst, ist wahr. Nun denn, Masato, du musst müde sein. Die Kunde sollte bereits in Kanehisas Haus eingetroffen sein zu dieser Stunde. Geh und feiere mit deinen Kameraden. Eure Gastfreundschaft wird mit Dankbarkeit akzeptiert. Oh Gott, Leute, redet doch mal nicht so geschwollen. Redet doch mal ein bisschen moderner, so 2018 und nicht wie 1700 Schlagmistört. Wenn eure Lordschaft uns dann entschuldigen würde. Ja. Ruht euch gut aus. Sehr Togi. Takepi, prui, prui. Oh. Was haben sie mir heute in den Cappuccino gemixt, außer Milch? Und Wasser. Und Cappuccino-Pulver. Mit Karamellgeschmack. Sir Toki und Masato gehen ohne ein weiteres Wort. Nun dann trinken wir weiter. In Wahrheit, Tora, habe ich noch etwas von dem besten Sake unter meiner Obhut. Du meinst, du willst immer noch trinken? Mach dir keine Sorgen deswegen. Es ist eine seltene Gelegenheit. Wir sollten so viel trinken, wie wir können. Oder zumindest mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus landen, das es dort nicht gibt. Vielleicht sollen wir ja davor unseren lieben Kenshin bewahren, dass er eine Alkoholvergiftung kriegt. Jataro, aus! Gib ihm keinen Alkohol mehr! Aus! Mach Sitz! Schön gesagt. Und so trinken die drei Schnapsdrosseln förmlich das ganze Grundstück leer. Bis spät in die Nacht übrigens. Es scheint sogar so, dass die Menge, die sie trinken können, so unglaublich ist, das Unglaublichste ist, was ich in dieser Ära bisher gesehen habe. Masato, erkläre mir, warum du dich vor unserer Lordschaft in Ungnade, disgraced? Ja, in Ungnade gebracht hast. Oh ja, Masato, das hat er nicht mit Absicht gemacht. Hast du irgendwelches Wissen über den Charakter der Botin? Keines. Ich kann sie nicht, also ich halte sie nicht für einen Spion. Und dennoch bereitet sie mir Sorge. Seine Lordschaft erbat, dass wir sie mit aller Vorsicht beobachten. Wenn wir aber bemerken, dass sie Böses im Sinn haben sollte, müssen wir sie rausschmeißen. Das ist cool, wenn man so altertümliches Sprechen mit modernen richtig mal geil mischt, weil einem die Worte fehlen. Das ist richtig geil. Aber wir haben verstanden, dass sie getrunken haben und dass der sich Sorgen macht, dass wir die Bösen sind. Genau. Ich habe einfach einen Fehler gemacht. Was für ein Fehler? Erzähl. Ach, die Geschichte, genau. In Odawara traf ich eine Dame, die genauso aussah wie unsere Botschafterin. Diese Geschichte. Ich war überrascht und dachte, dass sie sich an unseren Lord oder Sir Kochima ranmachen würde. Ey, Alter, das ist eigentlich schon wieder fast unverschämt, was für eine Scheiße du da erzählst. Bisher haben wir uns an noch niemanden rangemacht. Und wenn dann nur an Kanske. Ich verstehe. Nun denn, sollte sich irgendetwas ergeben, berichte es mir sofort. Einverstanden. Masato? Ja, Sir. Es sind nun 15 Jahre vergangen, seit ich dich hier aufgenommen habe. Du magst adoptiert sein.
Aber ich werde dich verbannen, solltest du uns betrügen. Hast du mich verstanden? Ja, ich würde euch niemals so etwas antun. Bitte belass es auch dabei.